Hallo, liebe Deutschlerner. Heute sprechen wir über das Weihnachtslied, das als Inbegriff des Weihnachtsbrauchtums im deutschen Sprachraum gilt, um Wikipedia zu zitieren. Ich wünsche dir viel Spaß mit diesem Video, wo wir den Liedtext analysieren werden. Viel Spaß! Oh mein Gott, das ist so toll, das ist so Ich glaube, es fühlt sich einfach richtig toll an hier. Ja, dieses Lied wurde zum ersten Mal 1818 in Österreich aufgeführt. Es ist also streng genommen ein österreichisches Weihnachtslied, aber es ist international bekannt. Es wurde in über 50 Sprachen übersetzt. Und du kennst es vielleicht als Silent Night, Holy Night. Der deutsche Liedtext ist folgender: Stille Nacht, heilige Nacht, alle schläft einsam. Ich kann nicht singen. Okay, versuchen wir es gar nicht erst. Okay, stille Nacht, heilige Nacht, alles schläft. Einsam wacht. Nur das traute, heilige Paar, holder Knab im lockigen Haar, schlafe in himmlischer Ruhe. Es geht hier also um ein heiliges Paar und einen Knaben. Es ist ein Weihnachtslied. Wer ist also gemeint? Na, natürlich Josef und Maria und ihr Baby Jesus. Ja, und in der ersten Strophe heißt es, einsam wacht nur das traute heilige Paar. Das heißt, die Eltern sind noch wach und wachen über den Knaben, über den Jungen. Ja, Knabe ist ein altes deutsches Wort für Junge, ja, ein männliches Kind. Die zweite Strophe. Stille Nacht, heilige Nacht, Gottes Sohn, oh, wie lacht, lieb aus deinem göttlichen Mund, da uns schlägt die rettende Stund. Jesus in deiner Geburt. Ja. Gottes Sohn, ja. Das ist natürlich Jesus. Oh, wie lacht, lieb aus deinem göttlichen Mund. Ja, das heißt, er lacht, während er schläft. Da uns schlägt die rettende Stund, Jesus in deiner Geburt. Ja, Jesus gilt natürlich als Erlöser. Also ist es die rettende Stunde. Erlösen, retten, ja, das sind fast Synonyme. Stille Nacht, heilige Nacht, die der Welt Heil gebracht. Aus des Himmels goldenen Höhen uns der Gnaden Fülle lässt sehen. Jesum in Menschengestalt. Also, die der Welt Heil gebracht. Ja, etwas heilen bedeutet, dass es gesund wird. Und ein Heil ist die Gesundung. Ja, oder ein Heil ist etwas sehr Gutes. Ja, etwas wird gesund gemacht. Und aus des Himmels goldener Höhen, ja, etwas ist sehr hoch, ja, aus des Himmels goldenen Höhen uns der Gnadenfülle lässt sehen. Jesum in Menschengestalt, ja. Also, Jesus kam aus den Höhen des Himmels, ja, und der Gnadenfülle, ja, also, ihnen wird vergeben. Das ist die Gnade, ja. Gnade bedeutet, jemandem wird vergeben. Lässt sehen, ja, also, man kann sehen, Jesum in Menschengestalt. Jesus ist Gott in Menschengestalt, ja, also Gott
als Mensch, ja Gott, in der Gestalt eines Menschen. Und Jesum ist der Akkusativ von Jesus. Ja, Jesus ist so bedeutend, dass man auch die Fälle auf seinen Namen anwendet, anscheinend. Ja, ich habe Jesum noch nie gehört, also ich kenne dieses Wort nur aus diesem Lied, aber anscheinend ist Jesum der Akkusativ von Jesus. Die nächste Strophe. Stille Nacht, heilige Nacht, wo sich heut alle Macht väterlicher Liebe ergoss und als Bruder huldvoll umschloss Jesus die Völker der Welt. Ja, wo sich heut alle Macht, ja, Gott ist sehr mächtig, also ergießt er seine Macht, ja, gießen nutzt man eigentlich zum Beispiel, wenn man Wasser auf Blumen schüttet, gießt, ja, man gießt Blumen, aber man kann auch andere Dinge gießen, man kann sich auch ergießen, ja, und wie es im Gedicht heißt, wie es im Lied heißt, auch Macht ergießen, ja, also Macht zeigen oder zur Verfügung stellen im gewissen Sinne, ja. Also die Macht ergießt sich, beziehungsweise die Macht der Liebe. Ja? Nicht nur Gottes Macht, sondern die Liebe, die Gott den Menschen zeigt. Ja? Väterlicher Liebe, also man sieht Gott als Gott den Vater. Und väterliche Liebe ergießt sich in dieser Nacht. Und als Bruder huldvoll umschloss Jesus die Völker der Welt. Was bedeutet huldvoll? Nun, das Verb huldigen bedeutet jemanden seine Ergebenheit oder Verehrung zeigen. Wenn man also etwas verehrt, dann huldigt man es. Ja? Wenn man sich jemanden unterwirft, dann huldigt man demjenigen. Oder man ist einer Gewohnheit treu. Ja? Man huldigt einer Gewohnheit. Das bedeutet, dass wir huldigen, Verehrung zeigen. Und wenn man huldvoll ist, dann zeigt man natürlich viel Verehrung. Im Gedicht heißt es, und als Bruder huldvoll umschloss Jesus die Völker der Welt. Ja, das bedeutet also, dass Jesus die Völker der Welt verehrt, ja, das ist ja Teil der christlichen Lehre, dass Jesus sich unter die Menschen gestellt hat. Deswegen hat er auch den Menschen die Füße gewaschen. Das bedeutet huldvoll. Als Jesus den Leuten die Füße gewaschen hat, war er auch huldvoll. Die vorletzte Strophe, stille Nacht, heilige Nacht, lange schon uns bedacht, als der Herr vom Grimme befreit in der Väter urgrauer Zeit aller Welt Schonung verhieß. Also lange schon uns bedacht, ja, lange wurde an uns gedacht, ja, jemanden bedenken heißt, dass man nicht nur an jemanden denkt, sondern auch überlegt, wie man demjenigen etwas Gutes tun kann. Ja, das heißt, jemanden bedenken. Der Herr, also Gott, ist vom Grimme befreit. Das heißt, er ist nicht mehr böse, er ist nicht mehr wütend, ja, er hat keinen Grimm mehr, er ist nicht mehr grimmig. Das Wörterbuch definierte Grimm als intensives Gefühl des Zornes. Wenn man sehr viel Zorn hat, dann ist man grimmig, dann hat man Grimm. Aber vom Grimm befreit war Gott, als er Schonung walten ließ. Ja? Also Gott vom Zorn befreit, hat sich schon vor urgrauer Zeit, also schon zu Urzeiten, also schon vor ganz, ganz langer Zeit, also ganz am Anfang, hat er
schon sich überlegt, dass er die Welt verschont, ja, vor seinem Zorn zum Beispiel. In der Väter urgrauer Zeit aller Welt Schonung verhieß. Ja, etwas verheißen heißt etwas verkünden oder etwas so machen. Ja, das bedeutet verheißen. Die letzte Strophe, danke, dass du bis hier durchgehalten hast. Ja. Stille Nacht, heilige Nacht, Hirten erst kund gemacht durch der Engel Halleluja, tönt es laut bei fern und nah, Jesus, der Retter, ist da. Hirten erst kund gemacht, ja, wenn du die Geschichte kennst, dann weißt du, dass die Hirten einen Stern gesehen haben und so haben sie herausgefunden, dass Jesus geboren wurde und haben es verkündet, ja, sie haben es kund gemacht, ja, etwas kund machen bedeutet, dass man es anderen erzählt. Durch der Engel Halleluja, also dadurch, dass die Engel es gesagt haben, haben sie es gewusst. Halleluja ist ein Freudengesang bzw. ein Ausruf. Ja, man ruft Halleluja, um Gott zu preisen. Und dadurch, dass die Engel Halleluja gerufen haben oder dass die Engel diesen Freudengesang gesungen haben, also durch der Engel Halleluja, also durch ihren Freudengesang, tönt es laut bei fern und nah, Jesus der Retter ist da. Also das ist die Botschaft, Jesus der Retter ist da. Ja, wie gesagt, er gilt als Erlöser bzw. als Retter. Ja, jemanden retten bedeutet jemandem vor etwas bewahren, ja, zum Beispiel jemandem das Leben retten, ja, wenn jemand ertrinkt und ich ziehe ihn aus dem Wasser, dann rette ich ihn und Jesus, der Retter, ist da, ja, er wurde geboren, darum geht es natürlich in diesem Lied, tönt es laut bei fern und nah, ja, der Ton, ja, ist etwas, was man hören kann und wenn etwas tönt, das bedeutet, dass es gesagt wird, ja, dass man es hören kann, ja, bei fern und bei nah, also überall. Das war das Lied, Stille Nacht, Heilige Nacht. Es war nicht ganz einfach, alles zu erklären. Ich musste auch ein bisschen Theologie erklären, ja, also jetzt hast du nicht nur viel über die deutsche Kultur gelernt, sondern auch viel über die christliche Religion, die natürlich sehr mit Deutschland und mit dem deutschen Sprachraum verbunden ist. Ja? Das war das Lied Stille Nacht, Heilige Nacht. Du hast es vielleicht selber schon einmal gesungen in der Variante deiner Muttersprache. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche dir frohe Weihnachten und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Hubschrauber. Ein sehr lauter Hubschrauber. Der Hubschrauber wird immer lauter. Wie soll man da Videos machen? Hubschrauber. Hubschrauber. Ich möchte ein Video machen. Hallo, fleißiger Deutschlerner oder Deutschlernerin. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann wird dir auch die Authentic German Learning Academy gefallen. Besuche joingermanclub.com. Wir sehen uns dort. Tschüss!